Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und somit auch ein weiteres YouTuber-Jahr. Nachdem ich ja im Jahr 2017 erstmal ein Jahr lang Pause gemacht habe, habe ich in diesem Jahr wieder richtig losgelegt, sowohl auf meinem Let's Play-Kanal als auch auf meinem Anime-Manga-Kanal. Wir haben sehr, sehr viele Spiele gespielt, darunter League of Legends in diesem Jahr, Fortnite, Alien Nation, Drawn to Death, Killing Floor 2, TOA Unfolded, Sword Art Online, Fatal Bullet, Transformers, Devastation, Typewriter, Golf with Your Friends, Left 4 Dead 2 und Destiny 2. Auf meinem Anime-Manga-Kanal kamen sehr viele One Piece-Theorien, Manga-Reviews und Anime-Reviews. Und ich muss sagen, das ist alles recht gut bei euch angekommen. Ich konnte meine Abonnentenzahlen verdoppeln, sehr viele Views bekommen, sehr viele Likes, sehr viele nette Kommentare und auch ein paar mehr Spam-Kommentare natürlich. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden, aber die habt ihr nie lesen können, denn die habe ich schon vorher gelöscht. Ja, auch was das Thema Livestreaming angeht, habe ich wirklich mal richtig losgelegt. Ich streame ja mittlerweile auf Twitch, YouTube, Mixer, Smashcast, Periscope und Steam gleichzeitig. Und auch das ist ja schon so von einigermaßen Erfolg gekrönt. Und ich möchte euch einfach mal danken für eure Unterstützung. Dieses kleine Video hier ist einfach nur für euch. Kleines Dankeschön von Zane. Schauen wir doch aber einfach mal ins Jahr 2019, denn es soll ja natürlich nicht aufhören. Es wird auch ein nächstes Jahr geben mit wieder einem neuen Video. Und geplant sind momentan erstmal an Spielen, die ich spielen werde, League of Legends, Dark Souls wird weitergehen, Sword Art Online Fatal Bullet wird weitergehen, Lego Batman 3, State of Decay 2, Last Blue Calamity Trigger, Heroes of Might and Magic 2, Destiny 2 Forsaken und Dragon Ball FighterZ. Dann kommen natürlich auf meinem Anime- und Manga-Kanal noch mehr One Piece-Theorien, Manga-Reviews und Anime-Reviews. Werde möglicherweise meinen Drittkanal Insane Gaming wieder aufleben lassen und euch dort League of Legends Guides präsentieren und auch ein paar kleine Spiele-Reviews. Und wenn alles klappt, wie ich es mir denke, werde ich auch auf Facebook livestreamen und falls es kommen sollte, auf Steam TV. Dann werde ich aber halt diese normalen Steam-Streams ausfallen lassen dafür. Sind wir mal sehr, sehr gespannt, was uns 2019 bringt. Hoffentlich wird YouTube mal ein bisschen besser wieder. Einerseits was den Algorithmus angeht und allgemein was sie mit ihren Änderungen momentan anstellen. Toi, toi, toi. Das war es auch schon mit diesem kleinen Bedankungsvideo. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt auch weiterhin hier. Wenn ja, bedanke ich mich schon mal im Voraus. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.